Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ich habe eine eigene Idee vom Fußball, die ich auch gerne umsetzen möchte mit der Mannschaft zusammen. Ich hoffe natürlich auch, es war jetzt nicht so viel Zeit in 3 Tagen, weil jetzt heute mit der Abschlusseinheit noch, das komplett reinzubekommen. Aber ich hoffe, dass man erste Ansätze jetzt auch schon am Samstag sehen wird. Es wird ein schweres Spiel wie jedes andere auch in der zweiten Liga. Wir sind jetzt das zweite Jahr dabei. Wir müssen jedes Spiel am besten mit 110% angehen. Und das ist erstmal das Wichtigste. Der Rest, der kommt dann von selber. Klar dürfen wir nicht verkrampfen, den Spaß nicht verlieren, aber trotzdem mit der richtigen Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen. Ich denke, Heidenheim ja in den vergangenen Jahren oft auch um den Aufstieg gespielt in die erste Bundesliga. Ein etablierter Zweitligist, eine sehr, sehr kompakte Mannschaft. Mit einem Trainer, der eben schon sehr, sehr lange auch mit dem Verein arbeitet, sehr, sehr gut im Umschaltverhalten, gerade offensiv. Darauf sind wir gut vorbereitet. Das war auch der ganz klare Fokus in dieser Woche. Dementsprechend ja, gehen wir das Spiel auch am Samstag so an. Ich werde hauptverantwortlich auf der Bank sitzen, aber mit Tim Dannenberg und Rolf Meier gemeinsam im Trainerteam. In der Konstellation haben wir jetzt auch die ganze Woche gemeinsam die Mannschaft vorbereitet und dementsprechend werden wir auch am Samstag die Mannschaft so aufs Feld führen und dann auch begleiten und ihr hoffentlich helfen, dass wir das Ding auch gewinnen werden. Ich komme dem Tor näher und das stimmt mich positiv und dementsprechend, ich werde da nicht aufgeben, ich werde weitermachen und das gilt für alle anderen auch, die jetzt noch nicht getroffen haben. Irgendwann platzt der Knoten bei jedem, ist egal, wer dann spielt. Wichtig ist, dass wir irgendwann die Hütte wieder treffen und wer es dann ist, ist im Endeffekt dann Schiedegol.